Wenn, wie in der Vergangenheit, täglich bis zu 65.000 Menschen gemeinsam feiern wollen, dann spürt man das, dann sieht man das, dann kommt man nicht dran vorbei. So auch heute auf dem Weg nach Neustadt-Glewe, denn es war Anreisetag für viele, die zur Airbeat 2023 wollen. Seit dem Vormittag kommen sie an auf dem Flugplatzgelände in Neustadt-Glewe. Teilweise stauten sich die Autos bis auf die Autobahnen A14 und A24. Die zumeist jungen Partygänger wollen bis Sonntag durchfeuern und bereiten sich entsprechend vor. Wer früh kommt, der hat noch die Chance auf einen guten Platz. Ja, morgen geht die Party los. Bis Sonntag wird dann durchgefeiert. Für uns stürzt sich Fabian Weißhaupt ins Getümmel. Fabian, wir sehen, hinter dir ist schon ein bisschen was los. Geht die Party schon richtig ab? Ja, das kann man, glaube ich, hinter mir ziemlich gut hören. Die Party geht auf jeden Fall ab. Und die Anreise von fast 65.000 Menschen hat hier nach Neustadt-Glewe heute ganz gut funktioniert, sagt auch die Polizei. Es gab natürlich ein paar Staus auf der A24 und auf der A14 und rings ums Gelände. Und die Anreise hat natürlich ein bisschen länger gedauert, als die Leute es eigentlich wollten. Aber wenn wir einmal rüber gucken, wir haben hier das Zeltlager, da sind schon ganz viele Autos, ganz viele Fahnenwehen hier. Und die Stimmung dort, ich habe mich vorhin gerade umgehört, ist auch wunderbar. Klar, die Vorfreude ist riesig gerade, ne? Vor allem, wenn das Festivalgelände nachher aufmacht, wird schon cool. Boah, auf alles. Also ich freue mich auf Party machen, einfach ein bisschen gute Laune haben, mal von der Arbeit abschalten, darauf freue ich mich eigentlich mit am meisten. Auf viel feiern und Spaß, neue Leute kennenlernen. Und wir freuen uns am meisten auf Sommer, Sonne, Spaß, Alkohol. Wir freuen uns am meisten auf Sick Mode und Ruler. Und Sub-Zero. Sub-Zero Project. Ja, und wenn so viele Menschen zusammen feiern, gerade auf einem Festival, es gibt ja momentan diese Problematik mit der Blue Punisher Droge. Und die Betreiber haben mir gesagt, dass sie zusammen mit der Polizei ein Konzept entwickelt haben, dass sie jedem, der hier aufs Festival kommt, einen solchen Flyer in die Hand drücken, auf dem steht nochmal genau, wie gefährlich diese Droge ist, dass sie das melden sollen, wenn jemand zum Beispiel hier damit hantiert. Und so wollen sie hier ein möglichst sicheres Fest für alle möglichen Leute hinbekommen. Und ja, man hört es hinter mir, die Stimmung ist wirklich gut und auch alle, die hier im Umkreis wohnen und genau diese Geboller die ganze Zeit hören, sind morgen beim großen Opening auch eingeladen, hier mitzufeiern. In Neustadt-Glewe bei der Airbeat One Nummer 20. Genau, es ist Jubiläum. Ganz herzlichen Dank nach Neustadt-Glewe.